Yo, meine Freunde, willkommen zurück zum ja lang erwarteten Pokémon Opening wieder. Wir haben noch einen PokéRef 2.0 Mystery Pack. Das ist die vorletzte Serie von PokéRef und ihr seht schon, wir haben hier noch die ganzen Score-Fußballkarten liegen. Wir haben jetzt uns sehr, sehr lange mit Sport-Trading-Cards aufgehalten. Och, ich bin nicht ganz außer Atem, so aufgeregt bin ich heute. Puh. Und ja, jetzt gehen wir mal wieder rein in ein Pokémon-Produkt, bei dem wir auf der Suche nach Vintage-Boostern sind. Das heißt, wir wollen aus unserem PokéRef-Pack natürlich den goldenen Umschlag rausziehen. Oder einen silbernen, naja, einen roten und einen grünen eigentlich nicht. Und im Großen und Ganzen am besten noch einen guten Hit in dem ein oder anderen Booster haben. Vielleicht haben wir noch einen Mosaik-Pack vom letzten Opening-Ding. Vielleicht nehmen wir den heute auch noch mit rein. Aber im Großen und Ganzen heißt es heute Pokémon Let's Go. Und ja, drückt mir die Daumen bis jetzt. Ich hatte schon zweimal einen silbernen. Sehr, sehr geil. Leider noch nie einen goldenen. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist, bevor wir reingehen. Aber natürlich, wie immer, der Daumen sollte nach oben gehen bei dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen, weil ihr wisst ja, die Videos, die sind nicht immer gerade billig. Wir machen das Ganze für euch, oder ich mache das Ganze für euch und für mich natürlich auch zum Spaß. Und umso mehr Feedback ich von euch bekomme, umso, ja, umso mehr kann ich solche Videos auch für euch machen. Und dann würde ich sagen, let's go. Drückt mir die Daumen. Ich mache ihn wieder so auf, dass ich mich und euch nicht spoilern werde. Und der möchte schon rausfallen. Und dann ziehe ich jetzt, ich hoffe mal, nur die Main Booster raus. Genau, und unseren Mystery Umschlag lassen wir noch zu. Wir haben Darkness Ablaze, Fusion Strike, Battle Styles, Chilling Rain und Evolving Skies. Natürlich alles auf Englisch. Die PokéRef Packs sind, wie ihr wisst, aus den Staaten importiert. Das macht das Ganze auch so selten und limitiert. Und jetzt kommt die große Frage. Hat er so lange keinen Pokémon Pack mehr aufgemacht? Weiß ich überhaupt noch? Ja, geht schon los. Auf welcher Seite die Codekarte ist und spoilere ich euch damit? Nein, ich spoilere euch nicht. Also, auf geht's. Vier von hinten weg. Zwei, drei, vier. Und wir gehen rein. Wir wollen nur Alternative Artworks. Wir wollen nur Rainbows. Alles andere sind Enttäuschungen. Also, Scraggy, Fiebers und wir sind wieder bei den coolen englischen Namen natürlich. Hier hat er gar nicht mehr die Erfahrung. Geht schon los. Habe ich schon gespoilert. Da ist eine Holo zumindest drin. Pack Nummer 1. Einmal Holo-Hit. Pack Nummer 2. Jetzt kommt die Routine gleich wieder zurück. Diesmal spoilere ich uns nicht. Wir ziehen den Code raus. Vier von hinten weg und dann gehen wir rein. Wasserenergie. Drizzle. Eine Trainerkarte. Noch eine Trainerkarte. Gollet. Ein Porygon. Grookey. Mareep. Ein Rockoff. Eine Reverse Clara und ich denke, das ist ein V-Hit. Ein Leopard V. Der erste Mini-Hit. Zwei Packs, zwei Holos. Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Geht auf jeden Fall schlechter. Ich räume hier mal so ein bisschen rum. Gebt euch Zeit.
dem Video einen Daumen nach oben zu geben. PokéRef hat inzwischen ja auch schon seine 3.0er Packs rausgebracht. Auch die haben wir schon aufgemacht. Ich würde mir, auch wenn es sie geben sollte, 4.0er Packs bestellen. Frage ist nur, droppt er sie und wenn, wann? Und dann natürlich wieder die Frage, kriegt man davon überhaupt welche ab? So, Fusion Strike. Snubbull. Geodude. Ja, der Autofokus ist on point auf meinen Daumen. Aber man sollte es ganz gut sehen können. Und dritter Pack. Unsere erste Non-Holo. Dann Battle Styles und bei Darkness Ablaze ziehen wir dann bitte einfach einmal direkt das Glurak raus. Dann hätte sich der Pack doch auch schon gelohnt. So. Schwupps. Code Card. Von hinten, man sieht schon auch, die Karten hier sind angedatscht, direkt aus dem Booster. Also das ist immer schwieriger, wirklich eine perfekte Qualität zu kriegen. Das muss man leider inzwischen so sagen, aber es reicht ja, wenn die Karte perfekt ist, die man graden lassen will. Von daher, toi toi toi. Und keine Holo. Zweimal ein Hit, zweimal kein Hit. Hier wollen wir jetzt wieder einen Hit und dann wollen wir natürlich in unserem schwarzen Umschlag da hinten noch unseren Mega-Hit für heute Abend haben. Das wäre natürlich genial. Aber schauen wir mal, ob uns die Jungs von PokéRef da was Gutes eingepackt haben. Und Reverse war nichts. Und dahinter ein Holo-Hit. Also, Ausbeute bis jetzt eine V-Karte. Sonst sehr, sehr durchwachsen. Heißt für mich, wir kommen zur Werbeunterbrechung mit Soccer Trading Cards Mosaik. Auch ein High-Class-Set. Zwar nur 4 Karten, aber wir könnten ja trotzdem was Tolles draus ziehen. Und währenddessen könnt ihr ja einen Like da lassen oder subscriben. Wir haben für Russland jemanden, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Wir haben für die Schweiz Breel Embolo, Federico Chiesa und eine Rookie Parallel von Finnland, Robert Taylor. Sieht man hier sehr schön an dem kleinen Rookie-Logo. Die grünen Parallels gibt es nur in den Blaster-Boxen, die hier hinten seht. Das Einzige, was ich immer etwas schade finde, ist, dass Mosaik durch die Beschichtung immer etwas sehr gebogen ist. Trotzdem Rookie-Karten in Special-Form nimmt man natürlich immer gerne mit. So, war gleichzeitig auch unser bester Hit für heute. Bedeutet, wir lösen die Spannung auf. Wie fühlt sich der Umschlag an? Ach, fühlt er sich grün an? Wie fühlt sich der Pack innen drin an? Ich habe noch nicht gespitzt. Komm, wir schauen zusammen rein. Es ist ganz, ganz dunkel. Und ihr könnt sehen, auch dieses Mal, ach, es soll nicht sein, dass uns der gute PokéRef einen goldenen Umschlag eingepackt hat. Schauen wir, was drin ist. Es ist ein ziemlich ledierter Vivid Voltage Booster, also der hat ja wirklich gelitten. Oh wow.
Dann Finale für heute. Einmal Vivid Voltage XXL. Ja, es wäre ja so schön. Aber ich befürchte, dass wir auch in den nächsten Versuchen, vielleicht auch in der nächsten Serie, da kein Glück haben werden. Aber es ist halt auch ein kleines Glücksspiel. So. Left the Reverse für dieses Opening. Ein Zekrom und dahinter ein Zapdos Holo. Das war es für heute. Ja, kein dicker Hit dabei. Eine Leopard V und unser, ja, wenn wir ihn erzählen wollen, unser Robert Taylor von Finnland als Rookie Card. Besser wurde es diesmal leider nicht. Trotzdem euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, Like da lassen, vielleicht subscriben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.